Also inzwischen empfehle ich Eltern, die keine freie alternative Schule finden in der Nähe oder keinen Platz finden, wo die Kinder ausreichend Zeit zum Spielen haben, tatsächlich die Kinder auf eine klassische Halbtagsschule zu schicken. Von 8 bis 12.30 Uhr bis 13 Uhr ist Unterricht. Und danach haben die Kinder einfach nochmal einen halben Tag, fast einen halben Tag, um zu spielen. Und das zahlt sich wirklich aus, denn in diesem freien Spiel lernen sie tatsächlich. Also die Schule ist dann so ein bisschen, wenn das eine klassische Schule ist mit viel Frontalunterricht, da werden sie sicherlich auch das eine oder andere mitnehmen. Aber wirklich tiefe Erfahrungen mit der Materie, die entstehen dann im freien Spiel. Das lässt sich nicht bestreiten. Also zumindest entsteht es in einer Tätigkeit, die selbstgesteuert ist. Und das Spiel ist Spiel, wenn es selbstgesteuert ist. Wenn es sozusagen einem äußeren Ziel unterliegt, jemand spielt Klavier, damit, weil er ihm Geld verdienen muss. Dann ist es kein Spiel mehr, sondern Arbeit. Und wenn ich von mir aus Lust habe, ein Buch zu lesen, also das ist dann eben der Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch, ne? Oder eigengesteuert und fremdgesteuert auch. Das ist noch ein zweiter Aspekt. Insofern versucht einfach dafür zu sorgen, dass die Kinder außerhalb der Schule so viel Zeit wie möglich fürs freie Spiel natürlich möglichst draußen bekommen. Es gibt Kinder, die gerne draußen sind, andere sind nicht so gerne draußen. Manche Familien haben gute Bedingungen dafür, manche schlechtere. Da muss man einfach das Beste aus dem machen, was man hat.